Hi, hi, hi. So, ich habe einmal einen sehr interessanten Mann interviewt. So ein klasse, smarter Kerl. Und ich muss sagen, es war der zweite Versuch. Wir haben schon mal versucht, ein Interview zu machen. Es war der zweite Versuch. Und es hat geklappt. Es ist kein anderer als der Raoul Korner, der Head Coach vom Medi Bayreuth, erste Bundesliga. Und es war ein super, super klasse, einstündiges Interview mit ihm. Er war für alle Fragen offen und es hat super viel Spaß gemacht, mit ihm einfach eine Stunde ins Detail reinzugehen, was lösungsorientiertes Denken angeht, was einfach Hindernisse angeht und auch Denkmuster, Denkstrukturen, Verhaltensweisen von Spielern, von anderen Coaches und. Wie er eben halt auch mental drauf ist und auch was er für Einblicke dir gewährt in diesem Interview, da möchte ich dich natürlich herzlich zu einladen, jetzt bei diesem Interview. Kleine tontechnischen Probleme hatten wir gehabt bei ihm, also ihm wirst du direkt hören können, mich hörst du auch, aber es ist halt von der Qualität, irgendwas war mit dem Mikro nicht in Ordnung, bitte verzeih mir, das wird auf jeden Fall so nicht in der Zukunft nochmal vorkommen, hoffentlich zumindest, ich gebe mein Bestes. Ich wünsche dir aber jetzt erstmal viel Spaß mit Raoul Korner. Deine Zeit, dass du Interesse hast an diesem Interview und dass wir das jetzt zum zweiten Mal angehen, das weiß nicht jeder, aber die Probleme waren ja da gewesen und vielen Dank erstmal dafür, mein Lieber. Danke für die Einladung. So, wir haben uns jetzt mal wirklich eine knappe Stunde Zeit genommen oder wir nehmen uns jetzt eine knappe Stunde Zeit für die Themen, was auch Corona betrifft, aber speziell auch nochmal den Basketball-Lockout vorweg. Raoul, möchtest du dich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, mein Name ist Raoul Korner. Ich bin eigentlich studierter Jurist, bin aber dann um 180 Grad abgebogen beruflich und habe meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf gemacht und bin Basketballcoach. Da tanze ich auf zwei Hochzeiten, zum einen in der deutschen Bundesliga bei Medi Bayreuth als Headcoach und zum anderen als Headcoach der österreichischen Nationalmannschaft. Das ist schon nicht ohne. Also in aller Kürze. Ja, du hast ja einiges geschafft und mit vor Corona war ja die Bundesliga an sich war ja gut aufgestellt, also Medi Bayreuth, da bist du ja. Und ihr seid ja, hat den guten Run gehabt, so wie ich das gesehen habe. Ja. Ja, wir waren extrem gut unterwegs. Wir hatten einen schwachen Start in der Saison, weil wir die Mannschaft wieder mal komplett umbauen mussten und viele unerfahrene Spieler in der Mannschaft waren. Und das dauert halt eine Zeit lang, bis man die Chemie formt und wirklich jeder dann auf allen Zylindern läuft. Hatten dann einen guten Run, unser letztes Spiel war ein relativ skurriles, weil es zum einen ein sehr wichtiges war. Also es war eigentlich, wenn man es genau nimmt, das wichtigste internationale Spiel in der Vereinsgeschichte. Nämlich es ging um den Einzug ins Final Four vom FIBA Europe Cup, also einem europäischen Bewerb. Das fand ohne Zuschauer statt. Also das war bereits ein Geisterspiel. Da stand so an der Kippe, ob man es überhaupt spielen könnte. Und damals war das Thema Corona noch ein bisschen weit entfernt und war ein bisschen surreal, dass das dann so schnell ging. Aber wir haben uns noch für das Final Four qualifiziert, für diesen europäischen Bewerb. Und dann plötzlich hieß es, danke, aber nein, danke, Saison vorbei und ja, alles auf Shutdown. Aber das ist ja allgemein bekannt und betrifft ja nicht nur das Basketball. Genau. Wie ist es dann vonstatten gegangen? Also habt ihr ein Telefonat bekommen oder wie ging die Nachricht dann bei euch rum? Ja, zunächst einmal war es so, dass wir in der Vorbereitung auf dieses eine Spiel verschiedene Szenarien durchgespielt haben. Also zum einen, es geht normal vonstatten. Das war eigentlich das, was für mich am realistischsten war, weil ich gedacht hatte, dass man innerhalb weniger Tage sich die Situation so verschlimmern würde, dass man da jetzt auf ein Geisterspiel geht, was ja doch für uns massive Nachteile brachte. Also zum einen natürlich keine Zuschauereinnahmen, zum anderen den sportlichen Nachteil, dass wir das wichtige Rückspiel, wir hatten das Hinspiel mit einem Punkt verloren, mussten also das Rückspiel gewinnen. Das Hinspiel war vor voller Halle mit lauter wahnsinnigen Zuschauern und haben natürlich auf unseren Heimvorteil gesetzt und plötzlich hieß es dann doch im letzten Moment, also nein, Zuschauer werden nicht reingelassen, aber ihr könnt zumindest ein Spiel. Ja. Und das war mal die erste Information und nach dem Spiel dann ging alles relativ schnell. Also man hat uns dann, wir haben uns getroffen am nächsten Tag, als wir das Spiel noch analysiert hatten und waren eigentlich dabei, uns
ja, im Training dann auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Es wäre Göttingen gewesen. Mhm. Ein paar Tage später Auswärtsspiel. Das heißt, wir wären dann am Tag darauf in den Bus gestiegen, nach Göttingen gefahren, weil wir dann mal einen Tag früher anreisen. Und dann hat es geheißen, naja, so wie es im Moment aussieht, wird das Spiel nicht stattfinden. Und dann war es so eine Standby-Situation, die wir zu Beginn nicht ganz einschätzen konnten, aber es kam dann relativ bald die Nachricht, also die Liga ist bis auf Weiteres ausgesetzt und das war's. Okay. Was hat das mit dir gemacht, innen drin? Naja, es sind gemischte Gefühle. Also es war jeder so ein bisschen, glaube ich, vor den Kopf gestoßen und das ging mir natürlich auch so. Also zum einen diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was da auf uns zukommt. Und das war ja eine Situation oder ist nach wie vor eine Situation, die niemand von uns kennt und auf die man sich auch nicht entsprechend vorbereiten konnte. Und als Trainer ist das ja, glaube ich, noch einmal speziell so, dass du auf alles vorbereitet sein willst. Also du bist schon irgendwie, dein Beruf besteht auch darin, mit Dingen Hand zu haben, die nicht ganz in deiner Macht liegen und nicht nur in deiner Macht liegen und du versuchst, so viel wie möglich davon zu kontrollieren. Und das war eine Situation, die man halt gar nicht kontrollieren konnte. Und das lässt einen natürlich ein bisschen unwohl fühlen, zum einen. Und zum anderen, ja, es war einfach schade, weil wir so knapp vor einem riesengroßen Erfolg standen und von heute auf morgen einem gezeigt wird, dass es Wichtigeres gibt, als einen Ball im Kopf zu tun. Wie haben die Spieler das aufgenommen? Unterschiedlich. Also wir haben ja eine Reihe von amerikanischen Spielern bei uns in der Mannschaft, die natürlich in erster Linie mit dem Kopf dann bei den Familien in den USA waren und die natürlich getrachtet haben, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Das stand vor allem anderen und das war natürlich auch verständlich und im Endeffekt war es ganz unterschiedlich. Also wir haben ja Spieler, die für die das ein komplettes Neuland ist, das Profi-Basketball. Spieler, die schon seit vielen Jahren in Europa spielen und das Ganze kennen, aber die Situation kannte halt noch niemand. Und da reagiert jeder natürlich komplett individuell, aber in erster Linie geht es einmal da Gesundheit, Familie vorneweg und alles andere ist dann sekundär. Du bist nicht nur Coach, sondern auch Vater. Ich bin nicht Vater, ich muss dich enttäuschen. Nein, bin nicht Vater. Ja, es, also du wirst wahrscheinlich auf die Social-Media-Bilder anspielen. Das sind Nichte und Neffe, die ich relativ selten sehe und dann natürlich versuche, wenn ich in Wien bin, möglichst viel Zeit mit den beiden zu verbringen. Auch um meine Schwester ein wenig zu entlasten, gerade jetzt in der Zeit, wo die Kids die ganze Zeit daheim sind, weil sie weder in die Schule noch in den Kindergarten gehen. Da versuche ich den braven Onkel zu machen und die Kids zu entertainen und die Schwester zu entlasten. Okay, also Kinder sind dir wichtig, oder Familie ist dir wichtig? Familie ist generell natürlich das oberste Gut. Ja. Und da geht auch nichts drüber. Ja. Wie geht deine Familie, ich muss nicht drüber sprechen, aber eine Frage, wie geht deine Familie mit dem Thema Corona um? Meine Eltern sind Risikogruppe, wie man so schön sagt, ne? Also vom Alter her natürlich und sind auch entsprechend vorsichtig, handeln das aber recht gut. Also ich denke, dass die das besser handeln als so manche andere, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die da also wirklich panisch davor sind oder sich dann komplett nur mehr einkasernieren. Wir haben sicherlich auch den Vorteil oder meine Eltern haben den Vorteil, dass sie in einer Region von Wien wohnen, wo man doch draußen eher im Grünen ist und auch mit Terrasse und so ausgestattet. Das heißt, man ist jetzt nicht nur gezwungen, nur daheim zu hocken, sondern man kann auch spazieren gehen, ohne dass man da gleich in die Menschenmassen hineinläuft. Also das ist sicherlich eine privilegierte Situation. Ja. Super, hat nicht jeder. Aber ich stelle mir das vor allem vor, wenn du gerade in Wien oder in jeder Großstadt irgendwo mitten in der Stadt ohne Grünflächen um dich herum in einer 40 Quadratmeter Wohnung mit drei Kindern wohnst, dann denke ich mir, ist das noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, absolut. Aber da kann man mal wieder sehen, dass die mentale Seite noch wichtiger wird, mehr denn je. Also dass dieser Zusammenhalt, wenn ich lese, ich habe gestern zwischen uns Google die Werbung gesehen, wo drauf stand, von Werbung für Kinder gegen Gewalt, häusliche Gewalt. Da stand sowas drauf wie, und jetzt brauchen wir noch, jetzt brauchen wir erst recht noch mehr Fokus auf uns oder irgendwas in diese Richtung ging das, wegen häuslicher Gewalt und Kinder und Eltern. Und die Frage, warum ist das so, dass die Menschen halt so weniger gebildet sind im Bereich Resilienz oder Widerstandsfähigkeit, psychologisch und mental gesehen. Und Sport hilft da ja immer, also mindestens als Ausgleich, dass man da irgendwie sich besser aufstellen kann.
Hast du irgendwo eine Resonanz bekommen, wie die Spieler oder deine Springer mit deren Familie umgeht? Oder ist da irgendwie ein Feedback? Also ich bin mit den Spielern in Kontakt und bin natürlich auch so mit vielen Freunden, Verwandten etc. in Kontakt. Und jeder findet so seinen eigenen Weg durch diese Corona-Geschichte, wenn man es mal so nennen möchte. Also ich glaube, da hat jeder seinen sehr individuellen Zugang und dass jeder ja auch eine eigene Geschichte dahinter hat. Einen trifft es gesundheitlich, weil er zur Risikogruppe zählt. Andere trifft es weniger gesundheitlich, die trifft es dafür wirtschaftlich. Ich glaube, dass es niemanden gibt, den es gar nicht trifft. Und jeder geht aber trotzdem individuell damit um. Also ich für meinen Teil versuche immer aus jeder Situation das Beste zu machen. Und wenn man da die Brücke zum Sport schlagen möchte, ist es wahrscheinlich das, dass du als Trainer ja gewöhnt bist, gewisse Dinge nicht kontrollieren zu können. Und du lernst relativ schnell, dass du solche Dinge auch emotional loslassen musst. Das heißt, du kannst dich nicht mit Dingen aufhalten, die du nicht beeinflussen kannst. Du kannst dich nicht mit Dingen beschäftigen oder Energie für etwas aufwenden oder in dem Fall sogar verschwenden, wo du keine Kontrolle darüber hast. Das heißt, du musst dich auf die Sachen konzentrieren, die du wirklich für dich verändern kannst, die du gestalten kannst. Und das ist im Prinzip nur dein Mindset. Das ist das, wie du mit der Situation umgehst. Ich habe versucht, für mich das Beste aus der Situation rauszuholen. Ich denke, dass mir das ganz gut gelungen ist, beziehungsweise ganz gut gelingt, weil es für mich einfach eine Chance ist, ein bisschen loszulassen. Also ich bin jetzt seit 21 Jahren Profitrainer und eigentlich nonstop in diesem Rad drinnen. Also es geht eigentlich ja, ohne jegliche Unterbrechung, schon gar nicht emotionaler Natur, von einer Saison in die andere. Dazwischen steht immer Nationalmannschaft, diverseste Coach-Clinics, sonstige Trainer, Aus- und Fortbildungen, die ich leite oder dann halt schon die Vorbereitung auf die nächste Saison. Und irgendwann kommst du drauf, dass du eigentlich nicht einen Tag hast, an dem du nicht an Basketball denkst. Was ja okay ist, ist ja meine Leidenschaft, das ist mein Hobby, glücklicherweise auch mein... Deine Störung drin? Schau mal, ob er dabei ist. Bei mir? Kann gut sein. Ich weiß, ob mein Modem wieder spinnt, aber im Moment nein. Ja, ich meine, die emotionale Seite ist ja eine extrem wichtige Komponente in deinem Beruf. Du machst es ja schon so lange. Was meinst du, was die größten Hürden eines Profisportlers sind, unabhängig jetzt von Corona? Mit Rückschlägen umzugehen. Ich glaube, dass die Resilienz ein großer Aussiebefaktor sind bei Sportlern. Also ich glaube, dass viele, die auch talentiert sind, irgendwann einmal an sich selbst scheitern und daran scheitern, dass sie auf Hindernisse treffen und wenn dann die Ziele nicht groß genug sind. Da ist er wieder. So, servus. Ich hoffe, das geht. Ich bin jetzt über meinem österreichischen Handy drin. Da habe ich ein bisschen mehr Datenvolumen als Ding. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung, was sowas runtersagt. Ja, aber wissen wir auch alle nicht. Also sind wir, glaube ich, alle ein bisschen Laie. Wenn nicht so heftig sein. Schauen wir mal. Dann knüpfen wir mal weiter mal an. Du warst ja gerade dabei, die großen Hindernisse, für, was deine Spieler angeht, wie sie damit umgehen oder umgehen könnten. Du hast die Lösung schon parat gelegt. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit Menschen, also du hast ja jetzt gesagt, dass man sich mit dem beschäftigen soll, was man kontrollieren kann, was man beeinflussen kann zum Beispiel. Es gibt ja dennoch Menschen, und da gibt es so viele von, die noch nicht mal an diesen Punkt kommen. Sie wissen es vielleicht im Unterbewusstsein, dass sie etwas tun sollten, was sie beeinflussen können und das andere weglassen. Aber sie kommen gar nicht an den Punkt, das auszuführen, weil die Emotion so stark ist. Hast du das auch manchmal mit deinen Spielern oder gar nicht? Naja, es ist also das Merkmal und vielleicht der große Unterschied eines Leistungssportlers ist es, dass das Menschen sind, die eigentlich vom Beruf her es gewöhnt sind, ihre Comfortzone zu verlassen und sich in neues Areal zu begeben. Also du wirst nicht zum Top-Sportler, wenn du nicht aus deiner Comfortzone raustreten kannst, wenn du nicht Dinge in Angriff nehmen kannst, die du nicht kennst, die neu für dich sind, die ungewohnt sind, die auch unangenehm sind und über deinen Schatten springen kannst, dann wirst du nicht alt in dem Job. Und daher glaube ich, dass es einem Sportler vielleicht ein bisschen leichter fällt, mit so einer Situation umzugehen, weil das jetzt in einer anderen Dimension
aber doch vergleichbar wieder eine Situation ist, die er nicht kennt, die neu ist und der sich stellen muss. Und ich glaube, dass man als Sportler darauf eigentlich ganz gut vorbereitet wird, auch wenn es jetzt vielleicht eine komplett andere oder nicht nur vielleicht eine komplett andere Situation ist. Aber die Aufgabe ist eigentlich genau diese, raus aus der Comfortzone, Sprung ins Ungewisse und das Beste aus einer Situation machen, die man nicht kontrollieren kann. Ja. Ich habe jetzt seit mehreren Jahren auch Profisportler als Klienten bei mir an meiner Seite und ich merke immer wieder, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen denen oder zwischen der Persönlichkeit auf dem Feld und der Persönlichkeit, die privat ist. Und da frage ich mich mal natürlich auch, warum das so ist. Manchmal ist es zum Schutz, ne, weil die nervös sind oder sich behaupten müssen und so weiter. Was für ein Gefühl und was für einen Gedanken hast du zu dem Thema oder zu dem Wort und Thema Konkurrenz? Wie gehst du mit diesen Themen um, mit deinen Sportlern zusammen? Also es gibt das Phänomen, dass Sportler am Spielfeld komplett anders wirken, als sie es vielleicht in ihrem privaten Umfeld sind. Also das geht in beide Richtungen. Ich kenne Spieler, die am Spielfeld zur Bestie werden und wirklich also voller Selbstvertrauen strotzen und eine Aggressivität an den Tag legen, die sie in ihrem Alltag nicht zu haben scheinen und umgekehrt genauso, dass Spieler, die am Spielfeld sind, extrem überlegt wirken und außerhalb des Spielfelds eigentlich komplett wahnsinnig fast sind. Das gibt's. Es ist im Endeffekt, ich glaube nicht, dass jemand seine Persönlichkeit verändert, nur weil er jetzt einen Ball in die Hand nimmt und aufs Spielfeld geht. Ich glaube, dass er getriggert wird und gewisse Situationen in ihm Seiten nach vorne kehren oder nach außen kehren, die aber da sind irgendwo. Also es kann niemand sich so verhalten, zumindest nicht länger, auf längere Zeit, was nicht seiner Persönlichkeit entspricht. Das heißt, wenn jemand am Spielfeld zu einem extrovertierten Machertypen wird, dann schlummert das in ihm und es gelingt ihm halt nur dann am Spielfeld das Ganze rauszubringen, weil sich die Umgebung verändert und weil er plötzlich in eine Umgebung eintritt, die es ihm erlaubt, diese Seite von sich zu zeigen. Der Mentaltrainer von Michael Jordan damals, auch Personal Trainer, er sagte auch, man sollte eben halt den Unterschied sehen, dass es am Ende nur noch Basketball ist, also oder der Sport ist, das drumherum ist zwar laut, aber man kann das ausknipsen quasi. Letztendlich hast du zwei Körbe, ein Basketballfeld und 10 Leute auf dem Feld, plus Schiri. Ja. Und es ist interessant, wie Emotionen mit reinkommen, sobald 3000 Menschen plus dabei sind oder auch 200 oder 50.000 oder so auch immer, dass das den Blutdruck komplett anhebt und eben halt auch eine zittrige Hand hinterlässt. Wie gehst du mit solchen Phänomenen um? Naja, also wir hatten ja dieses Geisterspiel. Ja. Und da war es plötzlich so, dass wir eine extrem wichtige Partie, nämlich Einzug ins Final Four eines europäischen Bewerbs, am Spiel stand und diese Zuschauer gefehlt hatten. Und da war für mich die große Herausforderung als Trainer oder eigentlich die größte Herausforderung im ganzen Spiel war, einerseits diese Bedeutung des Spiels, die man ja, wenn wirklich die Halle voll ist und ohnehin schon diese Tension spürbar ist, die man eher herunterspielt, in dem Fall aber zu betonen, weil durch dieses Umfeld, das hatte eher Training oder Trainingsspielcharakter. Und das war komplett widersprechend der Bedeutung dieses Spiels. Und da ging es eigentlich darum, okay, wie kann man sich trotzdem emotional auf ein Level bringen, dass man in so einer wichtigen Situation performen kann. Und genauso ist es umgekehrt, wenn dieser Druck sehr, sehr hoch ist. Und Druck ist ja immer etwas, was für einen spezifisch ist und was man sich selbst auferlegt. Also ich kann eigentlich relativ wenig mit dem Wort Druck anfangen, wenn es um einen Sport geht. Also ich sage dann auch den Spielern immer, also Druck ist nicht, einen Ball in den Korb zu bringen oder nicht zu bringen. Druck ist es, an einem offenen Herzen zu operieren und im Fall eines Fehlers jemanden sterben zu sehen durch seine Schuld. Das ist Druck und nicht, ob er ein Spiel gewinnt oder verliert. Also da reden wir schon von komplett anderen Dimensionen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen einordnen kann, du hast das vorher gesagt, am Ende des Tages ist es nur Basketball und nicht mehr. Und für uns ist es die wichtigste Nebensache der Welt, aber eben eine Nebensache. Und für viele Leute komplett bedeutungslos.
Für uns extrem wichtig, weil es auch unser Job ist, weil es unsere Leidenschaft ist. Aber noch einmal, es ist unterm Strich nur Basketball. Und ich glaube, wenn es einem gelingt, das immer wieder in die richtige Ordnung zu bringen, dann gelingt es einem vielleicht auch leichter. Und das ist letztendlich der Schlüssel, sich auf hier und jetzt zu konzentrieren. Also es geht im Endeffekt darum, den Moment als solchen zu erleben und nicht in der vielleicht nächsten Sequenz sich bereits aufzuhalten, was passiert, wenn. Was passiert, wenn ich den Wurf verwerfe? Ja. Oh mein Gott, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann. Und es ist auch schädlich, in der Vergangenheit zu leben und sich zu denken, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade zwei Würfe verworfen, jetzt habe ich schon wieder den Ball in der Hand und sollte werfen. Also den Top-Sportlern gelingt es, das komplett auszublenden. Ja, ich habe tatsächlich einen Klienten gehabt, der permanent damit zu kämpfen hatte, dass er, wenn er auch nur ein, zwei Fehlwürfe genommen hat oder Fehlpässe, dass er sich so derart innen drin, also nicht verbal, sondern innen drin, auseinandergenommen hat. Der nächste, also wie die Projektion in die Zukunft, dann geht der nächste ja auch nicht rein. Und es ist immer ein fehlerhaftes Denken, also immer ein Festhalten von, das kann ja eh nicht klappen. Und wenn, also letztendlich ist es auch eine Bestellung nach oben und hier kommt dann ja auch so, und irgendwann ist der nächste auch wieder daneben und dann kommt man mit dem Spruch, siehste, wusste ich ja. Ja, ja. Aber das Gegenteil funktioniert halt auch. Also es gibt ja auch Sportler, und das sind die absoluten Top-Athleten, die sagen, okay, jetzt habe ich zwei Würfe verworfen, prozentuell gesehen über die Saison, über meine Karriere treffe ich 50% aller Würfe, geil, die nächsten zwei gehen rein. Und wenn er einen dritten verwirft, sagt er sich, hey, umso besser, dann gehen die nächsten drei rein. Also man kann auch in die Richtung denken und letztendlich bekommt jeder das, was er sich vom Universum wünscht. Ja. Wenn jemand sagt, ich kann das, hat er recht. Und wenn jemand sagt, ich kann das nicht, hat er auch recht. Und letztendlich unterm Strich kommt genau das raus, was man sich denkt. Und das ist die große Kunst, unter Anführungszeichen, eines Athleten, sich mental so zu beeinflussen, dass es eine positive Auswirkung hat und nicht das Gegenteil. Absolut. Du bist auch ein emotionaler Mensch, wie ich jetzt mal den Social Media entnommen habe. Ich möchte behaupten, positiv aus meiner Perspektive. Viele Spieler haben Probleme mit Coaches, die vielleicht mal rumschreien. Das ist jetzt negatives gegen Spieler, also nicht persönlich, sondern sportlich gesehen. Oder ähnliches. Wie nimmst du dich selber wahr und was glaubst du, wie dich die Spieler wahrnehmen? Also ich bin emotional, aber ich glaube, ich bin emotional kontrolliert. Also ich bemühe mich, weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber ich bemühe mich als Coach, dem Team oder dem Spieler das zu geben, was der Spieler oder das Team im Moment braucht und weniger, was ich im Moment brauche. Wenn das Team jemanden braucht, der laut und fordernd ist und vielleicht auch mal rumschreit, wie du das gesagt hast, weil eine gewisse Lethargie da ist, weil der Energiepegel nicht auf dem Level ist, auf dem er sein sollte, dann gebe ich das dem Team. Und wenn ich der Meinung bin, dass das Team jetzt eher eine ruhigere Stimme braucht, einen ruhigeren Zugang braucht, dann versuche ich dem Team das zu geben. Dass es mir nicht immer gelingt, liegt ganz einfach daran, dass ich Mensch bin. Aber ich bemühe mich zumindest. Und ich denke, dass dir, wenn du einen Spieler fragst, dir die Spieler sagen werden, dass ich eher der analytische Typ bin, natürlich Emotionen habe, die auch manchmal mit mir durchgehen, das ist ganz normal, glaube ich, wenn man mit Leidenschaft bei der Sache ist, aber dass es letztendlich in oberster Priorität ums Team geht und nicht um mich. Es kann manchmal auch Sinn machen, sich als Trainer einzugestehen, hey, ich bin jetzt mal laut, weil ich das brauche. Also es braucht nicht die Mannschaft, sondern es brauche ich, damit ich weiter funktionieren kann, damit ich wieder klare Gedanken habe. Dann ist das auch okay, aber dann muss man das auch als solches sehen und als solches respektieren. Das ist jetzt wegen mir, nicht wegen des Teams. Ja. Und das sollte aber nicht die vorwiegende Reaktion sein. Also die Reaktion sollte zum Wohl des Teams und nicht zu meinem Wohl sein. Ja, absolut. Bist du auch zugänglich für Spieler, die sehr, sehr schwierig sind? Also hast du dann Zugang zu anderen und können die auf dich zukommen, egal was ist? Also grundsätzlich bin ich ein kommunikativer Typ, das heißt, Spieler können mit mir reden. In eingeschränkter Form während eines Trainings, während eines Spiels. Also da ist es schwierig, mit gewissen Themen zu kommen, weil ein Leistungssport, Mannschaftssport keine offene Demokratie ist oder keine basisdemokratische Veranstaltung ist, sondern da geht es um Zeitdruck, da geht es um Erfolgsdruck. Und da muss es klare Ansagen geben und eine klare Hierarchie. Vor dem Training, nach dem Training, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ja. Stehen meine Türen weit offen und kann man mit
mir, denke ich, auch über alles sprechen. Was schwierige Spielertypen anbelangt, so denke ich, dass ich grundsätzlich mit schwierigen Typen klarkomme, solange sie Punkt 1 nicht komplett dumm sind, dann ist es schwierig. Solange sie nicht komplett egoistisch sind oder extrem faul. Das sind so drei Spielertypen, mit denen ich am ehesten Probleme habe. Ja. Warte kurz, Sekunde bitte, muss da mal zumindest auf dem Handy den Flugmodus einschalten, weil sonst kriegen wir ständig Nachrichten. Ne? Also was schwierige Spielertypen anbelangt, sieht man ja auch, dass sehr oft die besten Spieler die schwierigeren sind. Ja. Aus meiner Erfahrung, je kreativer jemand ist, und das ist nicht nur auf Basketball und auf Sport beschränkt, je kreativer einer ist, umso schwieriger ist es im sozialen Umgang. Und umso schwieriger ist es, einen solchen Menschen in eine klare Struktur zu pressen und umso weniger Gefallen tut man demjenigen auch. Denn kreative Geister brauchen Freiheit. Auf der anderen Seite ist es meine Aufgabe als Coach, aber auch ihnen eine gewisse Struktur hineinzubringen. Also ihm einen gewissen, zumindest Leitplanken zu geben, zwischen denen er sich bewegen darf, aber auch bewegen muss. Und diese Leitplanken müssen bei einem Spieler eher enger sein. Der braucht das, der braucht eine klare Ansage, der braucht klare Struktur, sonst funktioniert er nicht. Und genauso funktionieren viele Spieler aber auch nicht, wenn sie in zu engen Leitplanken agieren müssen. Das sind die Kreativen. Also ich habe da so eine Zweiteilung in den Spielern. Ich habe entweder Künstler oder Arbeiter. Ja, und dann gibt es natürlich Schattierungen. Und der Arbeiter ist Coach's Dream. Der ist eine halbe Stunde vor dem Training ready to go in der Halle. Schuhe sind geschnürt. Der beginnt mit seinem individuellen Aufwärmen, damit er dann fürs Training voll da ist. Und der Künstler stolpert 2 Minuten vor Trainingsbeginn gerade noch in die Halle rein und wenn du Glück hast, sind die Schuhe zugebunden, wenn das Training losgeht. Also das sind die Kreativen und die müssen sich natürlich auch an gewisse Regeln halten, aber du brauchst dieses Fingerspitzengefühl als Trainer, sowohl mit den einen als auch mit den anderen so umzugehen, dass du sie einerseits individuell erwischt und an ihre Leistungsspitze führen kannst, andererseits aber auch ein nachvollziehbares Regelwerk gegenüber dem Team zu haben. Und das ist einer der schwierigsten Dinge im Coaching. Absolut. Also um dir mal ein Bild zu geben, der Arbeiter ist quasi an Michael Jordan oder Künstler ist an Dennis Rodman? Arbeiter, Michael Jordan, ich glaube, dass Michael Jordan es sehr gut verstanden hat, beide Extreme in sich zu vereinen. Ich glaube, dass Michael Jordan extrem Künstler war. Ein Künstler schließt nicht aus, dass er hart arbeitet. Ein Künstler ist ein Kreativer, ist jemand, der Unvorhersehbares macht. Du genauso wenig wie du mit lauter Arbeitern eine Meisterschaft gewinnst, aber du tolle Trainings hast. Also du wirst als Trainer sind nur Arbeiter in der Mannschaft zu haben, phänomenal. Die machen exakt das, was du sagst. Da wirst du nie ein Widerwort hören. Da ist jeder pünktlich, da ist jeder diszipliniert, aber du gewinnst keine Spiele. Und mit nur Künstlern kannst du im Endeffekt von der Brücke stoßen, weil das stellst du emotional nicht durch, also da bist du suizidgefährdet, da wirst du wahnsinnig. Also du brauchst eine Balance im Team und du brauchst dann auch das Fingerspitzengefühl zu erkennen, wer ist was und wer braucht welche Ansprache. Also Dennis Rodman ist definitiv ein Künstler, ist ja auch ein harter Arbeiter gewesen am Spielfeld, aber war komplett unberechenbar abseits des Spielfelds. Und wäre so der klassische Arbeiter, um jetzt bei dieser Bulls-Mannschaft zu bleiben, das haben ja viele die Dokumentation The Last Dance gesehen, so ein John Paxson, Steve Kerr, das sind so die klassischen Arbeiter, die ein klares Profil haben als Spieler, die nur deshalb auf diesem Level spielen, weil sie eben hart arbeiten, verlässlich sind, keine Probleme machen. Und auch wissen, dass sie dieser Eigenschaft im Endeffekt ihren Job und ihren Paycheck verdanken. Absolut. Und John Paxson war ja auch mehr oder weniger in seinen letzten Jahren oder Jahren der Mentor von Steve Kerr, was ja nicht unwichtig ist, wenn man jemanden hat und ist mehr oder weniger auch eine Abkürzung von den Jahren, die man da hat. Wenn wir schon bei den Bulls sind, ich habe eine interessante Sache, die mich immer wieder interessiert, die Meinung anderer einzuholen, was Phil Jackson angeht. Ja. Ich habe immer wieder gesehen, dass er seine Teams oder sein Team dann eben halt auch mal auf dem Feld ließ, obwohl es klar war, die brauchen jetzt eine Auszeit. Mhm. Und da wurde natürlich auch gefragt, warum man das gemacht hat. Und jeder Trainer hätte sonst die Auszeit genommen. Mhm. Und ich zitiere ihn jetzt nicht, aber es ging halt in die Richtung, die müssen sich selber da ausholen. Verantwortung übernehmen. Wie siehst du das? Also die höchste Form des Coachings ist es, sich überflüssig zu machen.
Das heißt, ich sehe es als größte Auszeichnung für einen Coach, wenn du unter der Woche im Training die Mannschaft so vorbereiten kannst, dass du dich entspannt auf die Seitenlinie, auf deinen Trainerstuhl setzen kannst, um das Spiel zu beobachten. So viel zur Theorie. Das ist in der Praxis natürlich nicht realistisch, ja. Aber ist für mich das erstrebenswerte Ziel eigentlich. Ich glaube, dass gerade früh in einer Saison es absolut Sinn macht, das Team ranzuführen, Probleme selbstständig zu lösen. Du kannst als Trainer intervenieren, das ist ja auch möglich durch das Mittel der Auszeiten oder Halbzeitpause oder Viertelpause. Mhm. Aber letztendlich sind deine Möglichkeiten limitiert. Und alles, was das Team aus sich heraus lösen kann, ist definitiv vor der Trainerintervention vorzuziehen. Das heißt, man kann schon das Team anhalten, durch solche Maßnahmen auch in Schwierigkeiten bringen und sie dazu zwingen, intern Situationen zu lösen. Es müssen ja keine Konflikte sein, es können ja auch Spielsituationen sein. Und dadurch, und das ist eine ganz wichtige Sache im Coaching, denke ich, das Internal Leadership zu forcieren. Du wirst keine erfolgreiche Mannschaft finden, egal auf welchem Niveau und egal in welcher Sportart, ohne starke Leader im Team. Und du kannst Leadership herausbilden, indem du eine Gruppe von Menschen, ein Team, in eine Situation bringst, aus der sie nur gemeinsam rauskommen. Und dann werden sich Leute hervortun, die dieses Team auf die Schulter nehmen und tragen. Und das findest du durch solche Maßnahmen heraus. Wenn du dann in das fünfte oder siebte Spiel der Meisterschaftsserie gehst, wirst du vermutlich diese erzieherische Maßnahme beiseite lassen und sehr wohl als Trainer intervenieren. Aber das hat Phil Jackson auch gemacht. Und auch da sehen wir wieder, dass das Loslassen ein großer Aspekt ist, aber eben auch wirklich, also klar, harte Arbeit, wie du schon gesagt hast, aber auch dieses Beobachten. Also mir ist zum Beispiel wichtig, dass meine Klienten auch in dieses Erkennen kommen. Ne? Erkennen, wie funktioniert etwas, warum habe ich dieses Verhaltensmuster, ist das mein eigenes Verhaltensmuster, oder auch diese, was ich sehr interessant finde, wenn Spieler noch nicht so erfahren sind, mhm. und da kommt eine Situation, wo man denkt, okay, jetzt müssen wir definitiv eine Auszeit nehmen, um auf die Situation zurückzukommen, wie die Blicke Richtung Trainer gehen. Ja. Und man so, Papa, hallo, kannst du bitte kurz? Also teils panisch, teils wütend oder verwirrt. Gibt es, ein heikles Thema für manche, aber gibt es sogenannte dumme Fragen von Spieler zum Coach? Ach, die gibt es definitiv. Also man sagt immer, die dümmste Frage ist die, die nicht gestellt wird. Also das mag wohl so sein. Und grundsätzlich ist es ja auch erwünscht, dass sich Spieler, also wenn ein Spieler eine Frage hat, dann weiß er etwas nicht, dann braucht er Hilfe. Wenn man jetzt von einer dummen Frage spricht, geht man davon aus, dass er das eigentlich wissen sollte. Für mich ist eine dumme Frage dann eine dumme Frage, wenn die Antwort eigentlich schon in der Frage liegt und wenn man entweder in dieser Situation schon oft war und das eigentlich eine aufgelegte Sache ist und es nur daran liegt, dass der Spieler entweder nicht aufgepasst hat, oder auch, und das ist noch viel schlimmer, zu bequem ist, die Frage zu beantworten, obwohl er es eigentlich könnte. Oder vielleicht auch eine Bestätigung braucht. Also insofern, ja, es gibt dumme Fragen, aber mir ist lieber, ich habe eine dumme Frage, als ich habe dann plötzlich eine Situation, wo ich mir gewünscht hätte, er hätte gefragt, weil etwas, was für mich vollkommen klar ist, muss für den Spieler noch lange nicht klar sein. Und mir ist lieber, er fragt mich im Training oder er fragt mich vor dem Spiel, als ich schaue dann in ratlose Augen bei -1 und er hat den Ball in der Hand. Beantwortest du jede dumme Frage? Aber nicht immer so, wie der Fragensteller sie gern beantwortet haben möchte. Okay, sehr gut. Ich habe auch noch ein Thema, was ich sehr interessant finde, weil es überall drin ist, unabhängig vom Sport. Klarheit. Eine Verbalität. Viele kommen mit schwammigen Wörtern. Ich treibe es den Klienten meistens am Anfang schon aus, in den ersten 2-3 Monaten oder Wochen. Wenn ich zum Beispiel frage, hältst du dich für einen guten Coach, hältst du dich für einen guten Spieler? Eigentlich schon. Mhm. Und ich denke mir, woran liegt das? Ja. Also ich weiß es mittlerweile, aber was glaubst du, warum Menschen schwammige Wörter benutzen? Also ich glaube, dass es kulturell bedingt ist. Ich glaube, dass es in vielen Kulturen, aber auch sozialen Umfeldern nicht gefragt ist, von sich selbst überzeugt zu sein. Dass es besser ist, sich
im Durchschnitt zu halten und weder nach unten noch nach oben aufzufallen. Ja. Und dass man das unterbewusst übernommen hat und in seinen Sprachgebrauch integriert. Mhm. Man kriegt ja eigentlich von kleinem Kind weg gesagt, hey, fall nicht auf. Ja, also integrier dich. Sowas macht man nicht. Sowas darf man nicht. Ja, wer ist Mann? Bist du? Ja. Ich bin das. Ja. Und daher, glaube ich, kommt das, dass man halt versucht, sich nicht von der Masse abzuheben. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich auch der Grund, warum es so wenig wirklich erfolgreiche Menschen gibt, die da die dem Ganzen entfliehen können und irgendwann einmal ihre Glaubenssätze so umstrukturieren, dass es ihnen erlaubt, sich sehr wohl abzuheben und sich von dem Mittelmaß zu verabschieden. Das ist ja auch eine der Dinge, warum also du schon sagst, es wenig erfolgreiche Menschen gibt auf diesem Planeten. Was glaubst du, kann das fördern, dass es noch mehr kristallisiert wird oder noch mehr rausgeht und sagt, okay, ich kann das und ich will dahin? Also ich glaube, sehr viel kann man im frühen Alter steuern und erziehen. Ich glaube, dass sehr viel Erziehung ist. Mhm. Ich glaube, dass das, was man sich anlernen kann, einem auch ermöglicht werden muss, anzulernen. Also ich denke zum Beispiel nicht, dass unser Schulsystem uns erlaubt, erfolgreich zu sein oder uns dazu erzieht, erfolgreich zu sein, sagen wir so. Das ist ein langes Thema, darüber können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Aber unser Schulsystem ist im Endeffekt, zielt darauf hin, mündige Bürger zu erziehen, aber nicht selbstdenkende Entrepreneurs, erfolgreiche Menschen, die ja, die outside of the box denken und die etwas Besonderes schaffen wollen in ihrem Leben. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Und letztendlich sind es dann diejenigen, die irgendwann einmal, denen das irgendwann mal zu wenig ist und die irgendwann einmal für sich selber sich entschließen, hey, da muss doch mehr sein und ja. Aus diesem Hamsterrad rauskommen. Aber das ist schwierig. Und daher wird es immer in einer gewissen Weise, du hast vorher das Mentoring angesprochen, darauf ankommen, dass man irgendwann in seinem Leben vielleicht dem Menschen begegnet, der einem die Augen öffnet und sagt, hey, schau, da gibt es auch was anderes als das, was du für die einzige Wahrheit hältst. Und dieses von anderen lernen und von anderen Fehlern lernen, also unser Leben ist nicht lang genug, um von eigenen Fehlern zu lernen. Mhm. Wir kommen so nicht weiter. Es ist zwar sehr lehrreich, aber du musst letztendlich auch von anderen Fehlern lernen können, weil dir sonst die Zeit ausgeht. Dass du irgendwann einmal, so viel Zeit hast du gar nicht, so viele Fehler zu machen, wie du lernen musst. Ja, und man sagt, intelligente Leute lernen aus eigenen Fehlern und wirklich intelligente lernen aus den Fehlern anderer. Mhm. Und ich glaube, dass beides möglich sein muss. Und dieses Mentoring, das du erwähnt hast, ist da sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Hast du einen Mentor oder mehrere? Oder gehabt? Ich hatte mit Sicherheit einen, der es mir möglich gemacht hat, überhaupt dann in diesem Beruf Fuß zu fassen, der relativ früh mich als Trainer, also ich war ja mit 15, 16 Jahren schon Trainer neben dem Spieler und neben Schüler, also ich habe immer schon gerne mit damals natürlich Kinderteams trainiert und mein Wissen weitergegeben und derjenige, von dem ich da spreche, Fritz Miklas, ist ein renommierter österreichischer Trainer, der damals so in der Blüte seiner Karriere war und der hat etwas in mir gesehen offenbar, was er als Trainer Talent ausgemacht hat und hat mich eigentlich von Beginn an gefördert und mir auch die Möglichkeit eröffnet, Verantwortung zu übernehmen, was man normalerweise nicht in dem Alter macht. Also er war dann derjenige, der mich im Alter von 25 Jahren auf den Chefsessel befördert hat als Head Coach. Da war die Hälfte meiner Spieler älter als ich. Und er hat sich als Assistent daneben gesetzt, um mir Tipps zu geben, mir den Rücken frei zu halten und hat im Endeffekt seine Karriere eigentlich fast geopfert für meine. Und das ist etwas, was sicherlich in mir auch hängen geblieben ist und was ich versuche, auch in irgendeiner Form dann wieder mal zurückzugeben. Ja. Das heißt, man junge Trainer unterstützt oder auch junge Spieler an die Hand nimmt und sagt, hey, ich kann den anderen Bereichen vielleicht helfen, die über das orangefarbene Leder hinausgehen. Ich finde, das sagt kaum jemand, dass wenn man einen Mentor hat, dass es auch eine Abkürzung ist. Weil viele, mag es marketingtechnisch so sein, dass sie es deswegen sagen, was die meisten sagen, es gibt im Leben keine Abkürzung, du musst dafür hart arbeiten. Aber wenn man einen Mentor hat, ist es eine Form von Abkürzung, weil der einfach mal den Kopf waschen kann. Also mir wurde von meinem Mentor auch schon mal der Kopf gewaschen und danach habe ich eben klar gesehen, dass ich mir nicht 1,5 Jahre so rumgedümpelt und das hat wirklich geholfen.
Aber dennoch sagen die meisten, es gibt keine Abkürzung. Siehst du das anders oder ist es genauso? Also grundsätzlich ist es schon so, dass der kürzeste Weg nicht immer der richtige ist und der einfachste Weg nicht immer der richtige ist. Und wenn du dich abheben willst von der Masse, dann kannst du halt auch nicht denselben Weg der Masse gehen. Und dieser ausgetrampelte Pfad führt halt dorthin, wo schon viele Leute sind. Das heißt, wenn du woanders hin möchtest, musst du einen Pfad nehmen, den du noch mit der Machete freischlagen musst, um bei dem Bild zu bleiben. Ich bin aber auch der Meinung, dass man sich nicht vor Hilfe wehren muss. Also Abkürzung muss ja jetzt nicht heißen Bequemlichkeit, sondern diese Abkürzung ist ja manchmal auch viel härter als vieles andere. Und man, du hast das an der eigenen Erfahrung geschildert, einen Mentor zu haben, ist ja auch nicht immer ganz einfach, weil der einem eben auch das sagt, was man vielleicht nicht hören möchte. Und ich glaube aber, dass das extrem wichtig ist für die persönliche Entwicklung. Und ich glaube, dass es generell wichtig ist und das gilt für jeden, aber umso mehr für Führungspersonen, dass du danach trachten solltest, dich mit Leuten zu umgeben, die besser sind als du. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für viele unnatürlich ist, für viele schwierig ist. Und wenn ich bin Österreicher und daher mit der österreichischen Kultur sehr vertraut und dem österreichischen Wesen. Und ich würde es typisch österreichisch sehen, dass wenn du jemanden hast oder jemanden siehst, der ober dir steht, der erfolgreicher ist als du, dass es nicht unbedingt die österreichische Mentalität ist, sich auf diesen Level heben zu wollen, sondern eher das Ziel ist, den runterzuziehen zu sich. Und das ist etwas, was einem natürlich komplett entgegensteht, wenn man erfolgreich sein möchte. Und ich glaube, das kann man immer wieder beobachten. Also man sieht es immer wieder. Diejenigen, die wirklich erfolgreich sind und die wirklich gut sind, werden nie jemand anderen, der über ihnen steht, irgendwas neidig sein, sondern die werden immer versuchen, den als Vorbild zu nehmen, sich an dem zu orientieren und versuchen, dem nachzueifern, anstatt den schlecht zu reden und versuchen, auf ihr niedrigeres Niveau runterzuziehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, woran man relativ schnell wirklich erfolgreiche Menschen erkennt. Wenn jemand anderen schlecht redet, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um keinen besonders erfolgreichen Menschen handelt. Gute Aussage. Letztendlich heißt es ja auch, dass die erfolgreicheren Menschen auch Hilfe annehmen. Mhm. Profisportler im Speziellen, würde ich mal sagen, sind oft, also besonders in Deutschland, immer frei von, ich brauche Hilfe. Also die fragen gar nicht danach, sie suchen nicht danach, wenn jemand auf sie zukommt, sag ich mal, in meinem Fall. Mhm. Ich spreche auch immer wieder Profisportler direkt an oder auch online. Ist immer ein großes Ego dazwischen. Also kein gesundes Ego, sondern ein ungesundes Ego im Sinne von, ich habe gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, ich brauche niemanden. Mhm. Oder ich bin hier einer der Besten, ich brauche niemanden. Ich brauche keine Hilfe. Und das geht auch gar nicht gegen mich, sondern allgemein, wenn jemand da ist, der helfen möchte, ist es nur in Deutschland ein sehr schwieriges Thema. Mhm. Also sagen wir mal, auch im Fußballbereich gibt es ja viele, die Depressionen haben und keine Hilfe suchen oder annehmen, bis sie dann eben halt an einen Punkt gekommen sind, wo sie selbst noch Gedanken haben. Ist ja auch schon vorgekommen. Mhm. Und was glaubst du, was dieses Hindernis bewirkt, dass die Leute eben halt keine sogenannte Hilfe in Anspruch nehmen? Also zum einen wirst du nicht zu einem erfolgreichen Sportler, wenn du nicht ein übertriebenes Selbstvertrauen hast. Mhm. Ja, das heißt, du kommst gar nicht auf ein gewisses Niveau, wenn du nicht davon ausgehst, ich kann und ich schaff das, ohne dass ich jemanden brauche. Ja. Auf der anderen Seite zeichnet es auch dann die wirklich, also dann noch einmal diesen Level drüber aus, dass die genau wissen, was sie an Hilfe brauchen und dann aber auch von wem. Ich glaube, das eine der Probleme ist, dass es sehr viele auf dem Markt gibt, die sich als Mentalcoach, als Guru präsentieren und dass du wahrscheinlich nicht der Erste warst, der denjenigen Sportler angefragt hat und der vielleicht jetzt zum 47. Mal sich mit der Anfrage konfrontiert gesehen hat und der sich extrem schwer tut zu sagen, okay, wer ist jetzt da der Richtige für mich? Also es mag schon sein, dass ich jemanden brauche, aber warum gerade du? Und daher glaube ich, dass viele einen natürlichen Schutzschild einmal um sich herum aufbauen und sagen, bitte lass mich in Ruhe. Wenn ich jemanden brauche, suche ich mir schon jemanden, aber dann suche ich mir den jemanden, dem ich vertraue. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr intime Art der Zusammenarbeit ist. Also ein Sportler oder generell eine oder auch ein Coach, eine Führungspersönlichkeit, die
die ihr ganzes Inneres jemanden offenbart und ausbreitet, macht sich verletzbar. Und das will kein Sportler sein. Das will auch keine Führungsperson sein. Und um das zu tun, brauche ich einen Menschen vor mir, dem ich zu 100% vertraue. Und das ist in den seltensten Fällen jemand, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Und daher denke ich, dass allein diese Konkurrenz der Riesenanzahl an Mentaltrainern, die am Markt sind, wo viele leider auch so ein bisschen, aus Zeitungsausschnitten Studierte sind. Ne? Die haben ein paar Internetberichte gelesen, sich ein paar Bücher bestellt und lassen sich selbst auf die Sportwelt los, die dann natürlich der ganzen Community keinen Gefallen tun und dass da eine natürliche Scheu durchaus verständlich ist aus meiner Sicht. Also vor allem auch, wenn, das ist auch ein wichtiger Aspekt, finde ich, wenn man gar nichts mit Sport zu tun hat oder selber nicht den Sport betrieben hat in Vergangenheit. Also allein was die Fachbegriffe angeht oder das Verständnis, ich meine, im Basketball ist ja auch ganz wichtig, das faire Sehen. Mhm. Wenn man davon keine Ahnung hat und da aber einsteigen möchte, das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Also immer wieder erlebe ich auch, dass die meisten Coaches eben halt das Edutainment machen, Education und Entertainment verbinden und 80% dann Entertainment ist, wo nichts hängen bleibt, was sehr, sehr schade ist, ohne jetzt irgendwelche Leute anzugreifen. Die Tiefe ist das, was fehlt. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Interviews gemacht habe und der kommt, hey, danke für das super deep Interview, und ich denke, okay, das war gut, es war sehr interessant und schön, tief war es dennoch nicht so. Also Thema Perspektiven von anderen Menschen oder Sichtweisen, wo ich denke, okay, so tief war das nicht. Wir können noch viel, viel tiefer einsteigen. Das merke ich auch, was für eine Verantwortung da drin steht mit den Klienten, die ich habe, ob jetzt im Finanzbereich oder im Sportbereich, die Leute auch zurückzuholen. Also nicht nur an einen Punkt bringen, wo sie aufgehen emotional, sondern eben halt auch wieder dahin zu bringen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie weitergehen können. Und ja, das ist sehr intim, wie du es beschrieben hast. Und dennoch glaube ich, dass da speziell in Deutschland, unabhängig von dem, was du gerade als Begründung genannt hast, was ich auch so sehe, dass da noch was anderes hintersteckt, dass da immer so eine Art Scheu ist, ich brauche das nicht oder ich will das nicht. Ja, und da ist es natürlich mal sehr schwierig, da ranzukommen, die von vornherein gar nicht jetzt aufmachen. In den USA, in Asien ist es komplett anders, in Australien genauso. Teilweise sogar in Frankreich ist das da wesentlich entspannter als hier. Und deswegen frage ich mich immer manchmal. Also ich habe 3 Jahre in Holland gecoacht und auch da ist der Zugang ein ganz anderer. Aber da ist generell der Zugang ein ganz anderer, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen. Also du bist in Holland als Trainer, in dem Fall Basketballtrainer, viel anerkannter, als du das in Deutschland oder in Österreich bist. Also da gab es viele Anfragen von Unternehmen, von Sponsoren, die mein Wissen als Trainer anzapfen wollten und dieses untereinander sich austauschen unter den verschiedenen Trainern mit Volleyballtrainer, Schwimmtrainer, Hockeytrainer. Also die suchen den Austausch und den Erfahrungsaustausch untereinander. Das habe ich in Deutschland und in Österreich eigentlich kaum erlebt. Und da ist jeder immer so, also das, was ich weiß, sage ich niemandem, weil das mein Geheimnis. Und, ja, genau. Und das ist es. Das ist eher unsere Kultur. Ich glaube, dass das kulturell bedingt ist, wenn du auch vergleichst, wie viele Leute mit einem Psychiater oder Psychologen zu tun haben in Amerika. Ja? Und wie viele das bei uns haben. Da ist ein riesengroßer Unterschied. In Amerika ist das was ganz Normales. Das ist wie wenn wir zum Masseur gehen. Die sehen das als Seelenmassage und gehen zu einem Psychologen und reden sich dort aus. Ne? Also das ist, glaube ich, kulturell bedingt und werden wir beide vermutlich auch nicht in nächster Zeit lösen können. Und da sind wir wieder beim Thema, warum sich mit Dingen aufhalten, die wir nicht beeinflussen können, sondern wir schauen, dass wir Sachen steuern, die wir steuern können. Paul, was hast du jetzt? Das ist meine, wenn wir immer noch die Corona-Phase, die besteht immer noch. Was steht bei dir jetzt demnächst an? Wie sieht die Zukunft aus in den nächsten Wochen oder Monaten? Das weiß niemand so genau und ich genauso wenig. Also ich habe grundsätzlich stehe ich unter Vertrag bei Medi Bayreuth bis 2021. Grundsätzlich bin ich österreichischer Teamchef bis 2021. Da war ursprünglich die Europameisterschaft geplant. Die wurde jetzt ein Jahr nach hinten verschoben, das heißt bis 2022. Wie in jedem Sportclub ist es im Moment äußerst schwer zu prognostizieren, in welche Richtung das Ganze geht. Fakt ist, dass sich die Sportszene ändern wird.
Und zwar umso mehr, je länger der Lockdown dauert und umso mehr, je länger man keine Großveranstaltungen abhalten darf. Also wenn es wirklich so kommen sollte, dass man auf längere Zeit keine Zuschauer in einer Halle haben kann, oder zumindest nicht in der Dimension, dann wird das für einen Club wie für uns schwierig, weil wir von unserem ausverkauften Haus nicht nur emotional leben, sondern auch finanziell. Wir haben vorwiegend regionale Sponsoren, für die es nicht jetzt weniger darum geht, im Fernsehen irgendwo präsent zu sein und dass wir Europacup spielen oder sonst was, sondern für die geht es darum, ihre Klienten, ihre Kunden, aber auch ihre Mitarbeiter zu den Heimspielen nehmen zu können und im Rahmen dieser unglaublichen Atmosphäre dann entweder Geschäfte abzuwickeln oder einfach hier um etwas Gutes zu tun oder auch dieses Networking innerhalb des VIP-Clubs. Wenn das nicht möglich sein sollte, dann werden sie auch die Sponsoren nicht in der Form präsentieren können und dementsprechend auch nicht das Game. Unser Etat setzt sich zum Großteil aus Sponsorengeldern und Eintrittsgeldern zusammen und sollte das wegfallen, dann gibt es ein riesengroßes Problem. Das heißt, ja, ich habe einen Zettel, ich habe einen Vertrag, wo was draufsteht. Wie viel das wert ist, wird man erst in den nächsten Wochen sehen. Okay, also da bleibst du erstmal entspannt und eine Beobachterhaltung. Du, wie gesagt, sind wir wieder beim Thema. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Ich kann weder das Virus wegzaubern noch einen Impfstoff erfinden. Das ist außerhalb meiner Kompetenz, leider. Sonst würde ich massiv dran arbeiten, aber bin kein Virologe, sondern Basketballtrainer. Ich bin entspannt insofern, als ich auf meine Stärken vertraue und weiß, was ich kann und daher auch weiß, dass ich einen Job haben werde, so oder so. Ja. Aber natürlich emotional hoffe, dass das bei Medi Bayreuth sein wird und dass das dort in vernünftigem Maß weitergeht, weil da halt mehr dran hängt, als jetzt nur ein Job, sondern ich war jetzt vier Jahre hier. Wir haben, glaube ich, sehr viel aufgebaut gemeinsam und das jetzt so einfach mir nichts, dir nichts zu verlassen, wäre schon ein Welt hart. Das stimmt. Dann hoffen wir mal und drücken mal die Daumen, dass es auf jeden Fall so klappt und in die beste Richtung geht für die Zukunft, für euch, für dich und auch für deine Familie. Danke. Wir kommen so langsam auch zum Ende. Ich würde mit dir gerne einfach mal noch ein Spiel spielen. Things first. Und ich hau jetzt einfach mal Begriffe raus und du reagierst einfach ganz spontan drauf mit einem Wort, drei Wörtern oder einem kurzen Satz. Du hast es mir das schwerfällt. Ich bin jemand, der keine ausführlich antwortet. Okay. Ich mach's für mich kurz, mal gucken, wie was du machen kannst. Ja. Fangen wir ganz entspannt an. Basketball. Meine Leidenschaft, mein Hobby, mein Beruf. Familie. Das Wichtigste. Geld. Wichtig, aber nicht das Wichtigste. Emotionen. Gehören dazu, gut, wenn man sie kontrollieren kann. Sicherheit. Manchmal wichtig, manchmal lähmend. Raoul Korner. Ich. Sehr gut. Schiedsrichter. Ein notwendiges Übel. Corona. Ein nicht notwendiges Übel. Etwas, das uns überrascht, übermannt hat, das uns aber auch zeigt, was wirklich wichtig ist im Leben und gewisse Dinge in eine vernünftige Relation wieder setzt. Letztendlich etwas, auf das wir zurückschauen werden und sagen werden, hey, das war tough, aber wir haben es geschafft. Okay. Starting fine. Komplett irrelevant. Überschätzt. Es geht darum, wer die Finishing Five sind und nicht wer die Starting Five sind. Fokus. Essentiell und zwar aufs Hier und Jetzt. Irritation. Störend, aber manchmal auch befruchtend. Freiheit. Letztendlich das höchste Gut und etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Österreich. Meine Heimat, ein wunderschönes Land und eigentlich dort, wo mein Herz sein wird, egal wo ich bin. Medi Bayreuth. Mehr als nur ein Job, eine Lebensabschnittsaufgabe. Leben. Leben oder lieben? Leben. Leben.
sollte mehr sein als atmen und von einem Tag auf den anderen sich durchzuwursteln. Ich würde gerne von dir wissen, welche Frage du den Zuschauern stellen würdest, die dir auf dem Herzen liegt. Was für eine Frage würdest du ihnen, nachdem sie das jetzt angesehen haben, angeschaut haben, was für eine Frage würdest du stellen? Mich würde interessieren, wie jeder, welches Rezept jeder für sich findet, um mit der Situation, in der wir im Moment zu tun haben, mit der umzugehen. Beziehungsweise wie es jedem gelingt, seine Wahrheit zu finden. Wir leben in einer Zeit, wo jeder eine Meinung hat und einige auch sich genötigt sehen, diese Meinung in der Öffentlichkeit kundzutun. Gerade was die Maßnahmen und so weiter anbelangt. Jetzt möchte ich da keine Diskussion vom Zaun brechen, aber mich würde in erster Linie interessieren, wie es gelingt mit der Situation und wie es jedem gelingt, mit der Situation umzugehen, was jeder für sich als Rezept bereithält, um gestärkt aus dieser schwierigen Phase rauszugehen. Bin gespannt, was da für Antworten kommen. Was für einen Ratschlag könntest du jemandem an die Hand geben, der gerade im Leben durcheinander gewürfelt wird, ob das durch Corona ist, durch Krankheit ist oder so? Also es ist immer ganz schwierig, anderen Leuten Tipps zu geben, wenn man in einer relativ sicheren und privilegierten Position ist. Ich kann nur sagen, was mir immer geholfen hat, je schwieriger es geworden ist, immer sich zum einen auf seine eigenen Stärken zu vertrauen und es geht immer weiter. Und sehr oft waren die schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben waren die größten Türöffner. Mhm. Unterm Strich und letztendlich. Und manchmal braucht man so einen Push vom Schicksal, so einen Tritt in den Hintern, um sich weiter zu bewegen, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn es einem gelingt, das zu sehen und jede noch so schwierige Situation als nicht als unlösbares Hindernis sieht, sondern ganz im Gegenteil, als Herausforderung sieht, als Auftrag sieht, auch das hinter sich zu lassen, dann glaube ich, kann man jede Situation bewältigen. Paul, ich danke dir für deine Zeit, für das Interesse und das Dabeiwaren. Danke für die Einladung.